Seite herzlich willkommen zum ersten Spiel des Tages. Forellenfighter gegen die Capybaras. Niki, erstes Spiel des Tages. Deine Prediction, wir haben gerade noch versucht, so ein bisschen in Zeichensprache miteinander zu reden. Wir wollen natürlich nicht zu laut sein, um die Analyse zu stören. Was ist so dein Tipp für das Spiel? Also Capybaras, eigentlich das stärkere Team in meiner Wahrnehmung, aber tatsächlich die Kombo von den Forellenfightern hat mir einen Tick besser gefallen. Also wir hatten ja Jin schon gestern thematisiert, siehst du als sehr schwachen ADC zur Zeit, beziehungsweise es gibt einfach so viel stärkere Picks und Mitte wird jetzt ein bisschen getradet. Aber nochmal zurück auf Botlane. Ja, Leona, Caitlyn kann man auf jeden Fall spielen, sehr, sehr stark zurzeit. Was sagst du dagegen zu Jin, Lux? Wir hatten gestern Jin, Zillion, Lux besser? Also es ist auf jeden Fall, denke ich, so eine Range-Kombo, ähnlich wie es vielleicht Lux, Caitlyn wäre. Das würde auf jeden Fall, denke ich, auf dem Papier funktionieren. Aber ich bleibe dabei bei meiner Meinung, es gibt bessere ADCs als Jin in der aktuellen Meta. Klar, das darf man auch immer nicht generalisieren. Die Teams, die haben einen gewissen Prozess. Es werden natürlich auch ADCs gebannt werden. Es kommt nicht immer MF durch, es kommt nicht immer Caitlyn durch. Und dann gibt es auch gewisse Confor-Picks, auf die man gerne zurückgreift. Also das heißt jetzt nicht, dass Jin einfach schlecht ist und automatisch das Game verliert. Aber es gibt, denke ich, auch eine Alternative mit MF oder so, die man sehr gut spielen kann mit einer Kaiser. Auch wenn eine Kaiser natürlich extrem schwer ist, in eine Caitlyn reinzupicken. Ja, wir reden mal über Toplane. Da haben wir wieder ein Matchup, was wir bei den Franken Finals zumindest in der Form recht oft gesehen haben. Wir haben Bruiser gegen Tank. Also es wird tatsächlich oft ein Tank gegen einen Bruiser gepickt. Da bis jetzt, was wir so im Turnier gesehen haben, immer Favorite für den Bruiser. Was sagst du jetzt, Ornn? Ja, also ich denke, Ornn ist so einer der safesten Pick aktuell. Tatsächlich gestern bei den Worlds als Last Pick gesehen. Wir haben es gerade nochmal im Green Room auch gesprochen gehabt. In Fiora reingepickt. Also selbst so ein Matchup traut man sich mit Ornn tatsächlich zu. Und auch gegen den Renekton kommt man auf jeden Fall gut klar. Man sieht es ja auch. Ornn, der hat mehr Damage, als man vielleicht erstmal vermuten mag. Es ist nicht dieser Full-Tank, den immer alle, wo immer alle denken, der macht keinen Damage. Aber natürlich ist Renekton ein Champion, der gegen den Ornn klarkommen kann, der so eine Lane auch dominieren kann mit den entsprechenden Ressourcen und auch Niki dann entsprechend das Game carrying kann. Ja, du hattest angesprochen, Ornn mit einem ziemlich hohen Base-Damage und natürlich mit einem generell ziemlich schönen Kit. Man hat einen schönen Engage über die Ult, ist ziemlich tanky. Und natürlich das, was Ornn auch sehr, sehr stark macht, sind die Item-Upgrades. Gerade wenn es dann Richtung 13 geht und da muss er aber jetzt flashen, wird engaged vom Renekton und auch Botlane ein bisschen Action. Also der Renekton spielt es hier schön aggressiv nach vorne, so wie man es eigentlich erwartet. Ja, und Botlane sieht man das, was man eben von der Lux im Early Game sieht. Und für alle, die sich fragen, warum Caitlyn Lux so stark ist, ja, es ist eigentlich die Lux auf den Early Levels, weil eben so ein Supporter viel Damage hat, viel Range zur Verfügung hat, vor allem in den Melee-Matchup. Auch das haben wir schon immer wieder thematisiert bei den Franken. Fein ist erstmal Mitte der Versuch von der LeBlanc da reinzugehen und auch schöner Damage auf den Niko, die sich auf der Lane noch nicht so wohl fühlt. Ja, wichtiger Flash, sonst wäre man hier tatsächlich direkt tot gewesen auf Seite von Niko, die jetzt auch Base geht. Kleiner Fight um die Krabbe, vielleicht Nocturne da mit den besseren Karten. LeBlanc wäre auch zur Stelle. Das muss man hier schauen, Botlane ist am Moven. Wie sehr will man diese Krabbe fighten? Ja, ich denke, Forellenfighter ist vielleicht in einer Tick besseren Position, einfach weil Mitte gerade Base gegangen ist. Man könnte das Ganze contesten, entscheidet sich aber nicht dafür. Es ist ja auch immer ein gewisses Risiko. Das eine Team kann mit einem extremen Vorteil aus so einer Situation rausgehen, ein anderes Team mit einem extremen Nachteil. Da können zwei, drei Leute sterben und dann ist das Game gefühlt schon vorbei. Jeder kennt es aus der Solo-Queue, das Game an der Krabbe flippen. Das will man hier nicht eingehen. Es gibt noch eine Krabbe auf der anderen Seite im Early Level, das heißt, es ist sinnvoll, sich da einfach zurückzuziehen. Es gibt Even Fahrer auf den Junglern, von der er gar kein Risiko eingeht. Ja, Nocturne denkt sich einfach, okay, ich nehme safe die Krabbe auf der Topside. Botside ist ja DY. Vielleicht noch einen Gank mitnehmen, okay, den Ward deckt man jetzt hier auf, aber vielleicht den Renekton gerade im Early Game ein bisschen ahead bringen. Jetzt ist der Ornn sehr aggressiv. Vielleicht doch noch die Gank-Möglichkeit, aber gut, die Wave steht jetzt nicht gut für den Ornn letzten Endes. Ja, er hat sogar per Ping angezeigt, dass er vermutet, dass da jemand sein könnte oder auf jeden Fall so ein Red Ping da hochgegangen. Man hat jetzt mit der Vision Pflanze noch aufgedeckt, aber Botlane erstmal der Gank versucht. Da passiert aber nichts Großartiges. Leona Flash verloren und da bleibt es erstmal tatsächlich bei einem sehr, sehr ruhigen Spiel, Niki. Ja, bis jetzt sehr ruhiges Spiel, also ein paar Flashes auf beiden Seiten geburnt, aber trotzdem. Ja, jetzt Toplane, jetzt hat man den Nocturne ja gesichtet gehabt, jetzt will man ihn dafür punishen, dass er relativ weit im eigenen Jungle war. Ornn kommt mit dazu, die E trifft nicht ganz, vielleicht das die Möglichkeit für ihn da nochmal rauszukommen. LeBlanc kommt jetzt mit dazu, 3 auf 2 Situation, man zieht sich zurück und auch da fällt kein Kill. Ja, man hat nicht genug Damage, um diesen Nocturne hier zu punishen dafür, dass man eigentlich wusste, dass er da ist. Gut, der DY war gerade Botside, sonst hätte das vielleicht nochmal ganz anders ausgeschaut, aber trotzdem schon mal ein schöner Pick-Versuch, versucht hier den Nocturne für den Invade ein bisschen zu punishen. Ja, was ich jetzt gerne sehen würde von den Forellenfighters, die finde ich eine sehr gute Team-Comp haben, für die ich auch Fables sehe in diesem Game tatsächlich.
aufgrund der Picks, die sie zur Verfügung haben, wenn sie ein bisschen aufpassen muss, dass der Jarvan da nicht für den Gank geht, dass sie LeBlanc sich jetzt Richtung Bot orientiert. Genau das wollte ich gerade ansprechen. Richtung Bot geht, was ist denn Leona? Die ist Level 3. Die hat jetzt den CC zur Verfügung. Die kann auf so eine Lux einfach drauf flashen und dann ist es ein Easy Kill. Vielleicht noch ein bisschen warten, bis LeBlanc Level 6 ist und bis vielleicht auch Leona dann Level 6 ist, um wirklich diesen CC auch zur Verfügung zu haben. Aber dann würde ich gerne sehen, dass wir vielleicht einen 4-Mann-Bot-Action von den Forellenfightern sehen. Ja, auf jeden Fall eine Option, aber auch im 2v2, denke ich, ist man auf Level 6 ein bisschen stärker. Jetzt Renekton mit dem Fight, verliert den hier erstmal knapp. Verliert den, aber hat natürlich über seine Rune da entsprechend auch die Möglichkeit, sich etwas gegen zu heilen, mehr Damage zu machen gegen den Ornn. Aber da sieht man das, was wir angesprochen haben. Klar, farmtechnisch sieht es nicht ganz so gut aus für den Ornn, aber trotzdem ist er gar nicht so schlecht dabei. Oben kann auch diese Trades immer wieder eingehen, weil er ist Swallow. Auf der anderen Seite Renekton muss auch aufpassen, dass er zum Beispiel hier nicht angegangen wird. Und auch der Jungler ist auf dem Weg Richtung Topside. Ja, Level 6, jetzt kann sich Renekton ein bisschen sicherer fühlen. Und auch kein Mana zur Verfügung, aber die Y ist zur Stelle. Die Y ist da, das sollte doch ein Kill werden. Man hätte noch Flash zur Verfügung, aber Bonk, es reicht. First Blood, und tatsächlich mit dem Solo-Kill hätte die Y da nicht mal gebraucht. Hätte sie nicht gebraucht. Renekton hier sehr, sehr aggressiv. Hat wahrscheinlich den richtigen Moment abgewartet, um den Ornn dann letzten Endes zu diven mit der Ult. Wir schauen es uns nochmal kurz an, da ist es auch schon wieder vorbei. Das Emote war zu sehen. Emote war noch zu sehen. First Blood für den Ornn, für die Capybaras. Ja, und damit auch entsprechend ein gewisser Goldlead, der tatsächlich höher ist, als dieses First Blood ausfallen würde. Man hat auf Botlane vor allem einen gewissen Farmlead, der den Farmlead von Mitte ein bisschen entgegensetzt und damit einen Goldlead, der so 500, 600, 700 Gold beträgt. Ist für das Early Game völlig in Ordnung, vor allem wenn wir es dann Richtung ersten Break schauen, den aber tatsächlich die Forellenfighter angehen wollen. Ja, Nocturne ist da alleine, die Y ist Topside. Das sollte ein recht einfacher Drake werden hier für die Forellenfighter. Botlane und Midlane beschäftigt halten und dann kann das der Nocturne eigentlich ziemlich easy alleine durchziehen. Ja, und da gute Teamabsprache bei den Forellenfightern, die eben diese Möglichkeit entdecken. Y war Toplane, man kann das ohne Probleme angehen. Man hat Mitte, ja, der Midlaner kann gut Pressure aufüben auf die Nico. Das heißt, man bindet den gegnerischen Midlaner, man bindet auch die Botlane und so ist auch niemand imstande da zu move. Mitte bleibe ich dabei, sieht besser aus für LeBlanc, die kommt da ganz gut in die Trades rein. Ja, spielt hier auch aggressiv nach vorne. Nocturne mit dem ersten Drake für die Forellenfighter. Ein gutes Early Objective, ein Infernal Drake, den nimmt man natürlich gerne mit. Und auf der Toplane sehen wir jetzt den Ornn, der hier einiges an Pressure mitnimmt, wieder ein bisschen im Farm ausgleicht, aber da läuft noch eine riesen Wave unter den Tower. Jetzt vielleicht Nocturne Richtung Topside unterwegs, die Y ist auch in der Nähe. Vielleicht jetzt Herald das nächste Objective. Ja, und diese Aktion, die die Lux da Botlane gerade hatte, da stirbst du auf Level 6. Wenn du dich so positionierst gegen eine Leona, Caitlyn Lane, das darfst du nicht machen. Aktuell hat sie noch den Vorteil, dass eben Leona noch nicht diesen Stun auf die hohe Range zur Verfügung hat. Aber da müssen wir auch ein Auge drauf legen. Wenn das mal Toplane Ornn mit einem schönen Trade, mit dem First Blood, hat er sich auch entsprechend schon ein Teil-Item leisten können und ist da aktuell auch im Farm wieder rangekommen gegen den Renekton. Also macht ein gutes Spiel auf Topside bis jetzt. Die Frage, wer hittet als erstes Level 6 auf Botlane? Das könnte so ein bisschen die Lane entscheiden, dann mit einem Lux-Binding oder beziehungsweise einer Leona-Ult. Aber die Caitlyn ist hier schon ziemlich low gefallen. Du hattest es angesprochen, die Lux, die gerade im Early Game sehr, sehr viel Pressure macht. Und die Y schaut jetzt für einen Lane-Gank. Vielleicht die Option, man hat eine Trap und ein Ward auf Seiten von den Forellenfighter. Und ich denke, da wird es nicht zu mehr kommen als zu diesem Versuch. Ja, wenn das wir auf Toplane aber die nächste Gankmöglichkeit sehen auf dem Ornn. Vorhin ist er gegankt worden vom eigenen Jungler. Jetzt ist der Nocturne der Top ist. Die Ult kann man nicht reaktivieren. Flash hat man aber noch zur Verfügung. Und das Hotenki kann sich sogar nochmal umdrehen. Nochmal den ein oder anderen Autotech setzen. Und Y ist jetzt schon wieder auf dem Weg Richtung Topside. Nein, es ist tatsächlich Nico, die sich als Y verkleidet hat. Für uns Caster gar nicht so leicht zu sehen, wenn man auf die Minimap schaut. Aber Y bleibt Botside. Und weil Caitlyn so low war, kriegt man relativ viele Platings. Man kriegt hier zwei Platings auf jeden Fall, aber wir sehen die LeBlanc, die hier auch reinmuft, vielleicht die Lux one-shotten kann. Wir schauen es uns an. Caitlyn müsste dafür sitzen, trifft man nicht ganz, aber trotzdem der enorme Damage, den sie zur Verfügung hat auf die Lux, die wirklich aufpassen muss. Und das kombiniert vielleicht mit der Leona, die leider noch nicht Level 6 erreicht hat. Hätte sehr, sehr gefährlich werden können für die Capybaras, die sich mit zwei Turret-Platings belohnen für diese Aktion. Auf Topside geht es jetzt aber dem Ornn an Kragen. Renekton den Flash schon genutzt, sollte dabei hinterherkommen, vor allem weil Nocturne da ist. Und die Q reicht und damit gleicht man aus. Kills 1:1. Eins braucht man aber Hilfe auf der Seite vom Herald. Die LeBlanc stößt auch noch dazu, aber was wir vorhin angesprochen hatten, man hat es hier sich schön abgesprochen, keine Vision am Herald und wieder free für den Nocturne eigentlich. Man kann hier, man sieht, Y war Botside. Beide W-Charges benutzt, sowohl die W als auch die Ult-Flash hat man aber noch zur Verfügung.
Damit kommt man raus, aber schöner Punish-Versuch von Vi und Niku. Die erkennen, dass LeBron gerade nicht so mobil ist, wie sie sein könnte. Versuchen, den Gank anzusetzen und kriegen zumindest das Flash und 5 Minuten Zeit, um das Ganze eventuell nochmal zu punishen. Ja, eine LeBron zu punishen ist natürlich nicht ganz so einfach wie vielleicht den einen oder anderen Midlaner. Trotzdem hat man jetzt auf der Seite der Forellenfighter die Möglichkeit, mit dem Herald einen Dive Botlane zu setzen oder vielleicht einen Midlane-Gank zu setzen, je nachdem, was man da genau machen will. Oder speziell auch Richtung Drake, der in 2 Minuten ab ist, vielleicht da den Herald zu setzen und dann einfach ein paar Enemies dahin zu forcen. Also das bietet doch einige Möglichkeiten. Midlane Ultimate, LeBron hat fast kein Mana mehr zur Verfügung, auch kein Leben, aber Niku muss sich jetzt erstmal gegen Nocturne beweisen, die ist schon relativ low. Sie hat noch Mana, sie kann sich auch nochmal umdrehen, nimmt das 1:1 mit und in der Situation kann man das wirklich so unterschreiben. Ja, 1:1, gar nicht so schlecht getradet von der Niku, kriegt hier noch das Ignite raus. Wir schauen es uns nochmal an, LeBron, wie du gesagt hast, sehr wenig Mana und auch sehr wenig Leben. Geht hier nochmal hinterher, hat Angst, dass die Niku da sonst rauskommt. Ich glaube, man hätte einfach wegbleiben können, hätte den Nocturne das ganz allein machen lassen können. Aber im Endeffekt 1:1 und damit ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bis jetzt nach 11 Minuten. Ja, das ist doch das, was wir wollen. Gestern hat es genauso aufgehört. Wir hatten gestern ein extrem spannendes Spiel, das, glaube ich, bis in die 35 Minuten spannend war. Und jetzt haben wir eben diesen Leonai-Gold, den wir sehen wollen. Aber sie kriegt so viel Damage, aber auf der anderen Seite die Lux auch. Beide sind noch ein Auto-Attack. Keiner fällt bis jetzt. Jetzt die Ultimate wird aber erstmal geblockt werden von Jhin. Vielleicht noch per Flash den Auto-Attack zu setzen. Und genau das ist, was wir angesprochen haben. Das ist die Stärke von der Leona. Aber Caitlyn fällt trotzdem gegen den Jhin, der jetzt den Curtain-Call setzen kann. Der erste geht vorbei, der zweite sitzt und die Ult von Weiß am Start, Double Kill für die Botlane von Capybaras. Ja, was eigentlich nach einem guten Engage aussah, aber wir schauen auf Toplane direkt. Toplane Ults gezündet gegeneinander. Oh, ein Muster, den kürzeren ziehen, seit zweiter Tod. Diesmal im Alleingang von Renekton geholt und auch Mitte wollen wir direkt weiterfighten. Aus dem ruhigen Spiel entwickelt sich auf einmal ein richtiger Kracher hier. Ein richtiger Kracher, auf jeder Lane gefightet. Muss die Niku jetzt super hart die aufpassen. Kette, die kriegt sie noch. Bleibt unterm Tower, 5. Kill für die Forellenfighters. Binding trifft die falsche und auch die Ult geht daneben. Und jetzt, Niki, versuchen wir mal kurz durchzuatmen. Ja, auf jeder Lane gefightet und wir schauen aufs Gold. Trotzdem noch genau gleich viel Gold, 5:4. Oh, Niki, ich glaube, wir müssen direkt weitermachen, denn Vi, die ist immer noch Botlane und Caitlyn hat kein Flash zur Verfügung. Und der Jhin mit dem dritten, nein, Vi kriegt diesen Kill, aber trotzdem ist es wieder ein Kill für die Capybaras. Und auf Mitte, da ist ein Supporter, aber das ist ein Midlaner und Jungler und die wollen dich einfach abholen. Lux, was machst du denn da? Du bist alleine gegen zwei, der Kill geht auch da an den Jungler. Und auch da, Niki, schau aufs Gold, es bleibt dead even. Es ist dead even, also wirklich, seitdem wir angesprochen haben, dass es doch recht even, recht ausgeglichen, recht ruhig war. In der Anfangsphase haben alle Lanes angefangen zu fighten. Man kriegt jetzt auf der Seite der Forellenfighter nochmal diesen Herald durch auf Mitte und den Drake noch dazu. Vielleicht kann man jetzt mit den drei Membern auch noch Mitte moven. Renekton muss hier den TP ziehen oder will den TP ziehen, um möglichst viel den Push zu verhindern von Ornn da auf der Toplane. Aber trotzdem, zweiter Drake für die Forellenfighter, doch keine schlechte Ausgangslage. Ja, damit kann man sie vielleicht ein bisschen weiter nach vorne raten, auch wenn das Gold sehr, sehr even ist. Man hat gerade nochmal Platings bekommen auf Mitte. Das spiegelt sich zwar jetzt nicht so richtig im Gold wieder, aber trotzdem gut, wenn man den Mitte-Tower schon angekratzt hat. Niki, so ein Mitte-T1 zu nehmen, ist, denke ich, wichtig, auch fürs Game. Und zwei Drakes ist eine gute Ausgangsposition, trotzdem ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja, sehr ausgeglichen. Die LeBlanc spielt das auch sehr aggressiv, wie wir hier mal sehen. Geht mit der W nach vorne, mit der Kette. Und Double Chain, vielleicht hat sie gleich wieder W zur Verfügung. Jetzt aber die Ult erstmal von Niku gezündet, will da reingehen. Weiß aber am Start, Vi verkloppt die LeBlanc. Sie kommt nochmal hinterher. Auto-Tag reicht aber nicht, um die Niku abzuholen. Wir gleichen wieder aus und Kills stellen auf 6:6. Ja, wird hier abgeholt bei dem Versuch, die Niku wieder zu punishen. Eigentlich die LeBlanc, wir sehen es sehr, sehr viel stärker im 1v1. Was ist das denn für ein Damage? Was ist das für eine CC-Chain und ein Supporter? Was soll er dir denn da helfen? Er geht rein, kann da nochmal einen stunnen, aber muss selber ums Leben rennen. Jhin hätte die Ult noch zur Verfügung. Die wird jetzt auch wieder gezündet. Der erste geht vorbei, zweiter auch. Dritter muss jetzt sitzen, vielleicht mit dem vierten Schuss. Der ist nicht ganz drauf, trotzdem hittet man nochmal die W und jetzt muss es Lux richten. Und schlussendlich bekommt man beide auf Bordzeit. Ja, Vi auch da. Vielleicht nimmt man sich hier den First Tower. Toplane wird der Renekton sehr, sehr aggressiv getradet. Aber Nocturne ist da, den haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt und Ornn auch nicht. Der ist wieder mal 1 gegen 2, der hat Flash zur Verfügung. Diesmal soll es aber reichen mit den Slows, mit dem Kill. First Tower auf der Botset gefallen, aber Forellenfighter direkt auf der Toplane reagiert.
Ein schönes Crossplay. Trotzdem jetzt langsam ein Gold-Elite, der sich abzeichnet. Schon wieder weiß, schon wieder da. Und Caitlyn hat einfach keinen Spaß mehr, Nikki. Ja, die ist von der Even Lane, wurde sie zweimal gekillt und jetzt steht sie 1-4. Sie hat auf der Lane eigentlich so gut wie gar keine Chance mehr. Und jetzt zeichnet sich doch langsam ein kleiner Gold-Lead für die Capybaras ab. Und die LeBlanc. Die wollen da direkt Mitte auch wieder rein und kriegen da die LeBlanc gewonnen. Jetzt aber unter dem Tower. Der ist dann von der Leona. Vielleicht reicht es mit Hilfe des Towers da nochmal einen Kill zu nehmen. Aber die Capybaras, die gehen von Ball zur Mitte. Sie machen genau das Gleiche. Sie hitten ein CC-Spell und kommen mitten voll drauf. Ja, das Game hier nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Gefällt mir auf jeden Fall. Die Capybaras versuchen hier sehr aggressiv nach vorne zu spielen. Gerade weil man natürlich weiß, die Forellenfighter konnten sich schon zwei Drakes sichern. Vielleicht da wirklich die richtige Vorgehensweise, da sich ein paar Kills zu holen und vielleicht ein Gold-Lead aufzubauen, damit man die Gegner hier trotzdem noch fighten kann. Ja, 2 Minuten 30 bis zum nächsten Drake. Das wäre der theoretisch dritte für die Forellenfighter, wenn sie den bekommen. Und damit auch Soul Point. Auf der anderen Seite tatsächlich der erste Drake mit einer Cloud Soul. Haben wir jetzt nicht die beste Map und auch nicht den besten Drake, den man dann als Soul zur Verfügung hätte. Trotzdem einen, den man auf jeden Fall mitnimmt. Gestern war ich mit Paul auch mal im Cast. Sowas kann man aber notfalls auch mal aufgeben. Also da ein bisschen Glück vielleicht für die Capybaras, dass sie die ersten zwei abgegeben haben und jetzt nicht Gefahr laufen, über eine Soul gefinisht zu werden. Ja, Harold wäre jetzt auch wieder ab. Die LeBlanc checkt da ein bisschen rein. Müssen wir schauen. Renekton versucht da ein bisschen Vision aufzubauen. Man sieht da auf jeden Fall die Nico und den Ornn. Aber letzten Endes passiert nicht allzu viel. Die Y immer noch Botside. Mal schauen, vielleicht kann man hier nochmal die Caitlyn catchen. Die ist ja ein ziemlich einfaches Ziel. Jetzt hat sie zumindest Flash und Heal zur Verfügung, aber jetzt erstmal Midlane. Ja, LeBlanc kommt gut klar in diesem Mod. Wir wollen es vor allem mit dem Nocturne. Und bevor Nico irgendwas machen kann, bevor die reagieren kann, wird sie deleted vom Jungle und von der Mitte. Sehr schön gemacht von den Forellenfighters. Ja, die Nocturne-Ult wird hier auf Cooldown wirklich gedrückt. Also eine Ult nach dem anderen kommt durch. Natürlich sehr, sehr schön ausgespielt, diesen Nocturne-Pick. 3-0-2 macht hier eine gute Arbeit im Jungle, aber auch die Y ist immer zur Stelle. Ja, muss jetzt aber vielleicht, dass man gecatcht wird. Die Kette sitzt nämlich, damit kann Nocturne wieder rankommen. Auch der CC, das sitzt von Nocturne. 600 Gold für ihn, Shutdown und den Tower bekommen. Und damit schleicht man sich so langsam wieder an das Gold von den Capybaras ran. Ja, wir sehen es hier, die Y wollte hier ein bisschen den Tower noch deffen, denkt, der Nocturne ist nicht da, flasht hier sogar noch, aber kommt hier nicht mehr wirklich raus. Ja, auch mit der Q reicht es nicht mehr ganz und dann sichert sich dieser Nocturne die 600 Gold und ist hier sehr, sehr gut dabei. Aber Botlane, wird angeflasht mit dem vierten Schuss, executed. Action links und rechts, sie kommen gerade aus dem Replay und auf einmal gibt es den nächsten Kill. Und Jhin holt sich den dritten an der Zahl. Für ihn wäre Toplane Renekton jetzt da die Möglichkeit, sie reinzutraden. Aber auch er weiß, er kann diesen Ornn vielleicht fighten, aber er kann ihn eigentlich nicht finishen. Er muss aufpassen, falls ein Midlaner hochkommt und will da das Duell gar nicht eingehen. Ja, man weiß jetzt auf der Seite von Capybaras, man ist als Botlane um einiges stärker. Wir sehen es ja hier, 3-0 Jhin mit 150 Farm. Der ist schon ziemlich gut im Spiel und vielleicht jetzt die Möglichkeit, den ersten Drake auf der Seite der Capybaras zu holen. Man ist da auf jeden Fall schon around die Botlane auch unterwegs. Vom Timing her passt. Wir schauen auf den Nocturne. Ult ist ab. Ja, Ult ist ab, du hast es vorhin gesagt, auf Cooldown wurde das genutzt, das wäre jetzt die Möglichkeit, da Richtung Drake zu gehen. 8000 Leben hat der Drake noch zur Verfügung und das sollte vielleicht sogar der erste Secure werden. Vielleicht, wenn man rein, den Lord einen guten Flank, man muss jetzt für eine Steal-Opportunity gehen, danach vielleicht für den Fight, wenn man diesen Drake will, dann ist jetzt der Zeitpunkt, da reinzugehen. Den Drake bekommt man nicht, aber vielleicht den Fight, Nocturne Ult, nimmt dann noch einen Target, der versucht reinzugehen auf die Y, auf der anderen Seite Renekton, und Ult sitzt, Renekton überlebt das Ganze nochmal, wir haben Fight auf zwei Fronten, auf der einen Seite LeBlanc schon relativ low, unten Leona geht nochmal ran, Renekton überlebt das Ganze nochmal. Caitlyn aber jetzt mit dem Kill auf Ornn kriegt sie ihn endlich down. Man kriegt ihn down auf der anderen Seite. Oben ist es Nocturne. Alleine gegen zwei. Der kann dann nichts mehr tun. Vielleicht ein Autodeck noch auf die Nico. Drei Leute überleben bei Capybaras und sie kriegen den Drake. Ja, ein guter Fight für Capybaras. Sehr zweigeteilt. Und jetzt die Jhin-Ult hier nochmal. Wir zoomen raus. Der letzte Shot trifft nicht. Und damit bleibt es bei diesem Trade 3-2. Ja, man hätte vielleicht einen Tick früher reingehen müssen auf der Seite von den Forellenfighters, die hier wirklich einen extrem chaotischen Fight provozieren. Wir haben unten den Renekton, der gegen den Ornn fightet. Keiner stirbt. Renekton überlebt das super, super lang. Auch Ornn. Und dann siehst du einfach, dass die Caitlyn noch kein Item zur Verfügung hat. Aber Nikki, schau nochmal auf den Fight. Ja, vor allem der Nocturne. Der hat da in drei Leuten, stand der drin und hat wirklich alles weggetankt. Hat super viel Damage gemacht. Die LeBlanc musste hier aufpassen. Flash die Ultimate nochmal. Und dann sehen wir es dem Nocturne. Der ist da einfach drin und macht super, super viel Damage. Hält da auch echt viel aus. Kriegt auch hier noch den Flash von der Lux und dann letzten Endes die Nico Drive-By, nimmt sich noch den 600er Shutdown
mit, ja, somit 3-2 getradet. Eigentlich, wie du es gesagt hattest, man hätte vielleicht ein bisschen früher reingehen können, aber trotzdem ein Drake auf die Seiten von Capybaras, eigentlich ein guter Fight. Ja, und du merkst aber halt, dass diese Caitlyn eben noch nicht den Damage hat und das ist eben die Gefahr an der Caitlyn-Lane, wenn du die nicht ins Game reinbringst, dann hast du keinen ADC, weil dann machst du keinen Damage und dann tun die Autotanks einfach nicht weh. Und so ist es eben im Fall gewesen, man hat der Ornn, glaube ich, 50, 60 Damage gefühlt pro Autotank getankt, weil du eben das erste Item noch nicht mal fertig hast. Das sollte jetzt aber auch gleich der Fall sein, dann Caitlyn jetzt auch spätestens mit dem Base und Gale Force am Start und kann die Fights jetzt auch deutlich besser spielen. Ja, man versucht ein bisschen Vision am Baron aufzubauen auf der Seite der Forellen-Fighter und Botlane muss die LeBlanc gegen den Ornn ran. Das ist vielleicht nicht die beste Wahl. Ich weiß nicht, ob die den Ornn so stark deffen kann. Macht da nicht allzu viel Damage, denke ich. Aber wir können gespannt sein. Vielleicht sehen wir auch gleich einen Fight am Nash. Mal schauen. Ja, und die Gefahr an diesem LeBlanc-Pick ist eben, dass du in den Ornn reinspielst. Ornn kannst du einfach als LeBlanc nicht killen. Du bräuchst 100 Jahre dafür und das wird einfach nicht funktionieren. Und auch die Vi, auch gegen die Vi wird sehr, sehr schwierig, die zu one-shotten und du musst als LeBlanc one-shotten, weil sonst hast du danach keine Abilities mehr zur Verfügung, um Damage zu machen. Jetzt muss ich aber erstmal aufpassen, dass die Bot nicht gecatcht wird, denn sie hat die Vi gar nicht gesehen. Knock-up sitzt vielleicht direkt hinterher mit der Ult und One-Shot-Bar. Man kommt nochmal raus, aber Lux ist da und holt sich den Kill ab. Ja, die CC-Chain war da, LeBlanc hier sehr weit nach vorne, sehr aggressiv auch reingetradet für meinen Geschmack in diesen Ornn, den man eigentlich eh nicht killen kann. Wollte hier vielleicht ein bisschen Wave clearen, wird dann CC-Chain. Und die Lux ist dann letzten Endes auch zur Stelle, also man steht hier schon sehr weit vorne. Denkt hier, man kommt vielleicht gerade noch so raus, trotz der Y-Ult, aber hier Lux genau zum richtigen Zeitpunkt und nimmt sich hier den Kill noch mit. Und Toplane. Toplane fighten wir, wollen nicht aufhören zu fighten. Toplane wieder 2 gegen 1, wieder eine Nocturne-Ult, die jemanden findet, der alleine ist. Aber auf der anderen Seite kriegt man eben diesen Mitte-T2, auch Botlane-T2 hat man schon halb angekratzt. Und damit tradet man gefühlt so ein bisschen einen Kill für eine halbe Base. Wir schauen auf die Map. Wir sehen oben den Herald. Der kriegt noch gerade so einen Charge durch auf den Top-Turret. Aber man muss hier jetzt aufpassen, dass man auf Seiten der Forellenfighter nicht zu sehr eingepusht wird. Die Botlane jetzt auf die Botlane unterwegs. Und der Renekton geht hier ein bisschen rein, ein bisschen aggressiv gegen 3 Member. Ja, kann sich das erstmal erlauben. Man hat übrigens Toplane den T2, schönes Highlight von dir, Niki, noch bekommen über den Herald. Jetzt will man hier unten reingehen, man hat die Y-Topside gespottet, man ist 5 auf 3. Das könnte eine gute Situation werden, man will jetzt hier unbedingt diesen Fight Force, aber wer ist deine Frontline, wer engaged die LeBlanc? Die wird sofort gecatcht werden, ein AP muss direkt raus, Shutdown. Auf der Lux kann man hinterhergehen, kann man sich noch mehr holen. Nocturne gegen Jhin, vielleicht kommt er nochmal ran, aber man entscheidet sich rauszugehen. Immerhin ein Kill für die Forellenfighter. Ja, trotzdem recht glimpflich ausgegangen für die Capybaras. Nur einen Kill letzten Endes abgegeben. Die LeBlanc dash da rein, musste tatsächlich aufpassen. Wurde hier fast ge-one-shotted, aber trotzdem ein Shutdown auf die Lux, auf dem Renekton. Natürlich nicht verkehrt, gerade für den Split-Push. Ja, aber der Jhin ist einfach zu schnell mit den Boots, die er zur Verfügung hat. Hat er ein gewisses Grundtempo, da kann sie ihn schlecht einholen. Plus Gale Force hat er, glaube ich, noch gehabt. Und man sieht, Flash Shield hätte er auch noch zur Verfügung gehabt. Vielleicht wusste das Forellenfighter das auch und hat sich gedacht, wir diven hier nicht, bevor wir in eine schwierige Situation reinlaufen. Und dann wären Nico oder Vi vielleicht auch von der Base irgendwann gekommen. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr even Spielstand nach 23 Minuten und 30 Sekunden. Der nächste Drake ist ab. Niki, sehen wir direkt den nächsten Fight. Ja, der nächste Fight, denke ich, zeichnet sich langsam ab. Capybaras läuft hier wieder sehr aggressiv rein. So führt hier sehr, sehr geklumpt. Die Lux ist noch ein bisschen allein da oben. Aber der Nocturne, ich denke, der schaut schon wieder, wen kann ich hier ulten? Wer steht hier alleine? Und auch die LeBlanc hat einen guten Flank wieder zur Verfügung. Ja, es wird der nächste 5 auf 5 Fight werden. Nocturne, LeBlanc, die müssen irgendwie die Backline finden. Den gegen Ornn, gegen Vi, da werden sie erstmal nichts tun können. LeBlanc schon wieder mit einem schönen Flank. Muss jetzt aufpassen, dass hier nicht gespottet wird, die Walls. Sieht man, aber jetzt wird auch hier gleich angegangen werden. Kann aber die Vi fast one-shotten, vielleicht im Duell. Muss jetzt aber aufpassen, dass sie auf der anderen Seite nicht stirbt. Vi überlebt das Ganze. Man tradet 1 für 1, will jetzt diesen Fight suchen. Caitlyn steht hinten untouched, kann das Ganze vielleicht fight auf der anderen Seite renekten. Versucht mit dem Nocturne das Ganze rumzureißen. Leona gegen Nico, kriegt sie diesen Kill auf der einen Seite. Nocturne down, renekten muss es jetzt gegen die Botlane machen. Caitlyn kommt da nochmal raus und flasht hinterher. Ein Autodeck wäre es noch. Botlane down und renekten, der Letzte, der noch lebt. Der Letzte, der noch nie lebt, der kann hier wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen. Zieht es auch ein, Ported Base. Eigentlich dachte ich von Anfang an, ein schöner Fight hier für die LeBlanc vor allem, die nach vorne geht und diese Y fast one-shottet und eigentlich alle Member auf sich zieht. Aber dann sehen wir hier den Engage Nocturne und Renek, die komplett in der Backline sind, aber trotzdem hier sehr, sehr hart vom Lux-Binding und der Ult low gehalten werden. Und dann sehen wir es hier, Leona kitet um ihr Leben und die Caitlyn, die kommt nicht weg vor diesem Ornn. Der Ornn,
der dann letztendlich auch noch hinterher flasht und sich diesen Kill abholt. Double Kill für den Jhin, sehr, sehr schöner Fight von den Capybaras. Ja, und der hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Wenn man nicht dieses schöne Double Binding von der Lux hat, dann kommt man vielleicht an diese Botlane ran und dann lebt der Nocturne und dann kriegt man vielleicht hier einen Clean Ace auf der anderen Seite. So bleibt es sehr spannend. Capybaras wieder ein bisschen weiter vorne, 3000 Gold ungefähr. Auch sie wird jetzt mit dem zweiten Drake am Start mit zwei Cloud Drakes. Und wir schauen dann wahrscheinlich erstmal Richtung Baron, werden wir Renekton Botlane versucht zu fighten, weil er da Unterstützung wieder vom Nocturne hat. Man ist ganz alleine, Ornn, der wird das Ganze nicht überleben. Er kann vielleicht noch ein bisschen Zeit kaufen. Vielleicht kann man auf der einen Seite Richtung Nash gehen. Renekton fällt da tatsächlich nochmal relativ low, muss aufpassen, hat die Ult noch zur Verfügung. Die müsste er vielleicht sogar gleich benutzen, denn Ornn will hinterhergehen. Man kriegt ihn schlussendlich aber doch. Und Capybaras entscheiden sich nicht dafür, auf der anderen Seite für den Nash zu gehen. Man hat hier sehr, sehr lange gebraucht. Also wir sehen es jetzt schon. Der Ornn ist schon super tanky. Killt hier fast den Renekton noch, der ziemlich früh reingegangen ist. Und letzten Endes kriegt man dann doch den Shutdown. Aber man kriegt nichts auf der anderen Seite der Map. Capybaras waren zwar Richtung Nash orientiert, haben aber nur ein bisschen Vision geholt und sind dann wieder Base gegangen. Alle Blau auf Topside, die will diese Nico haben, aber du musst eben aufpassen, wenn du diese Nico Ult reinspringst, vielleicht kannst du sie vorher One-Shot, Nico Ult jetzt gepoppt, es wäre der eine Autodeck oder die eine Q, damit bekommt man den Solo-Kill, weil wir das Ganze jetzt aber Toplane rechnen, Nocturne Ult am Stahl auf die Lux, die kann nichts tun, Supporter gegen Jungler, man kriegt da den Kill und auf Topside, weil jetzt gegen Renekton, gegen LeBlanc versucht sich da durchzusetzen, man fängt den Nash an, guter Call, oder? Sehr, sehr guter Call. Zwei Member dead und die Y super, super beschäftigt. Wird hier abgehalten von der LeBlanc Kette und vom Renekton. Nochmal, damit fällt sie fast auf Half-Life. Renekton kommt ja nochmal ran. Jetzt will man das ganze Fight-TP zur Verfügung. Vielleicht kann man wenigstens diesen Fight noch turnen, wenn man den Nash schon verliert. Renekton alleine jetzt gegen drei, aber er macht's gut. Er holt einfach Zeit raus und es sollte ein Kill werden in Kosten auf ein Nash. Ja, der Nash doch sehr, sehr langsam. Jhin Ult, aber es reicht nicht, um das Ganze zu stealen. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Der Blau will jetzt auf diesen Jhin gehen. Die kann ihn einfach one-shotten, wenn du deine Backline alleine lässt gegen den Assassin. Dann passiert genau das. Shutdown auf der LeBlanc. Die spielt hier ziemlich gut. Spielt für die Catches einzelne One-Shots. Die Leona muss jetzt hier aufpassen, wird das wahrscheinlich nicht überleben gegen diese Y. Ja, Leona wird abgeholt. Das ist aber was glaube ich, die Forellenfighter in Kauf nehmen, diesen Kill nochmal abzugeben. Vielleicht jetzt auch nicht der wichtigste Member mit dem Nash-Buff, weil sie eh der eigentlich zusammen mit einem Supporter, zusammen mit einem Jungler herumlaufen wird. Deswegen, wir bleiben beim Gold. 48.000 auf beiden Seiten. Wir sind dead even in diesem Game. Wir haben ein sehr, sehr schönes Game. Wir sind schon wieder an die 30 Minuten, Niki. Wie lange glaubst du geht's? Sehen wir den zweiten Nash oder können die mit dem Nash jetzt was machen? Ich denke, mit dem Nash kann man nicht allzu viel machen. Vielleicht Botlane könnte man mal diesen T1 noch nehmen, der da noch steht. Aber ich denke allgemein, wir sehen es ja am Gold, super, super even. Die Forellenfighter durch den Nash wieder ganz gut rangekommen im Gold. Und wir sehen es ja hier, die LeBlanc, die immer versucht, hier für ein paar Catches zu spielen, ein paar One-Shots. Kann vor allem, wir haben es gesehen, die Nico kann sie One-Shotten, die Lux und auch den Jhin. Also somit eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel von den Forellenfightern, um in diese Backline zu kommen, in diesen 6-1 Jhin, der Man will diesen Fight schon wieder forcen, hat aber vielleicht nur den Ornn, man will auf die Weige, die ist Half-Life, Jhin kommt dazu, jetzt man vielleicht ein bisschen weit vorne in Dock. Half-Life, weil versucht das Ganze zu spielen, geht jetzt über die Wand, LeBlanc will das Ganze fighten, Renekton jetzt alleine gegen fünf Mann drehen, aber Weiß ist da und schöne Leona Ult, zwei Leute kriegt man damit, vielleicht jetzt der Fight, den die Forellenfighter gebraucht haben, Ornn noch Half-Life, der tankt super viel weg und zwei Leute sterben nur. Zwei Leute sterben, aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade weil man den Nash zur Verfügung hat, das könnte jetzt ein Play sein, Mitte, okay, vielleicht könnte man jemanden Botside schicken. Aber die Capybaras fighten hier trotzdem sehr, sehr aggressiv zurück. Wollen da reingehen, Ornn Ult gezündet auf Leona. Von der Seite kommt Nocturne, will das Ganze unterbrechen gegen den Jhin. Der ist schon wieder alleine gelassen, dieses Duell. Auch das gewinnt er nicht. Nico mit Ornn muss das Ganze jetzt machen. Vielleicht kriegt man die Leona, aber man wird auf jeden Fall früher oder später down gehen. Ornn, der wird das Ganze noch 10 Sekunden hinauszögern. Vielleicht kriegt er diese Leona noch, auch das nicht. Und jetzt ist es das Ace Lux respawned, Y respawned, aber trotzdem für eine kurze Zeit 5 Mann gekillt. Ja. Du hast es angesprochen, der Jhin, der da ziemlich allein gelassen wird in seiner Ult, wird das erste Mal von der LeBlanc abgeholt, jetzt vom Nocturne. Der kann da eben auch easy drauflaufen, hat da schön gewartet und den Catch abgewartet. Aber wir haben es gesehen, Capybaras gehen hier zu dritt gegen fünf Mann rein. Das ist vielleicht ein bisschen aggressiv. Ja, vor allem wenn der, wir haben es ja beide schon gesagt, wenn der ADC so allein in der Backline ist und du musst eben deine Backline beschützen, ich wollte es vor dem Fight sagen, die größte Stelle von den Forellenfighters ist, die größte Stärke ist, dass die LeBlanc gerade so ein gutes Spiel macht. Weil auf der anderen Seite könnte es auch eine sehr große Schwäche sein, wenn der Ornn das gut spielt, gut wegtankt, wenn die Vi das gut wegtankt, dann hast du keine Möglichkeit, da irgendwas dagegen zu machen. Aber sie findet eben diese Targets, sie kann die Backline One-Shot und auch der Nocturne macht einen sehr guten Job.
Ah, jetzt endlich mal dieser T1 genommen auf Botside. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass da der Tower zumindest nicht mehr steht. Die Lux, die hier versucht. Oh, kriegt aber das Bein nicht durch. Vielleicht reicht es, um das Ganze zu one-shotten. Caitlyn Ult geht durch die Nico hindurch. Und damit kriegt man den Kill. Und auch der Drake ist schon secured. Und auch das sieht wieder gut aus für die Forellenfighter. Renekton versucht da vielleicht nochmal einen Fight zu gehen. Auf die Nico, die wird hier CC werden, auch die wird direkt fallen. Nocturne nochmal hinterher gegen die Botside, gegen Jhin, gegen Vi. Aber die kommen erstmal raus, drei Member überleben das aber schon wieder. Forellenfighter machen das einfach gut in den letzten Minuten. Ja, sie spielen das gut, spielen schön für Picks, haben mittlerweile drei Drakes und sind jetzt nach recht kurzer Zeit 4000 Gold ahead. Man sieht hier die Lux Ulten, die LeBlanc sofort drauf und hier die Caitlyn Ult fliegt genau durch diese zwei Nikos hindurch und kriegt somit den ersten Catch. Man kriegt den Drake und allgemein einen sehr, sehr schönen Fight. Man kriegt zwei Member ziemlich free. Und hier sehen wir es, der Nocturne forst den Jhin Flash, was natürlich bedeutet, im nächsten Fight kein Flash auf dem Jhin. Natürlich eigentlich wieder ein easy Target für die LeBlanc. Ja, wichtig, dass du das ansprichst, wenn der ADC kein Flash hat. Vor allem als Jhin, wenn man nur das Gale Force dann als Mobility zur Verfügung hat, könnte das eine sehr, sehr entscheidende Sache werden. Ich glaube, mit das erste Mal, dass die Forellenfighter wirklich sehr aktiv im Goldlead sind, mittlerweile 3.000, 4.000 Gold vorne und das sieht man auch, 500 Gold Shutdown, 300 Gold Shutdown auf dem ADC, 300 Gold auf dem Jungler. Sie haben eine Position, wo sie das Spiel eigentlich gewinnen können. Ja, und der Renekton kommt langsam an den Punkt, wo er wirklich nach vorne reinspielen kann. Er macht super viel Damage. Mit der W kann er ein Ziel komplett rausnehmen. Und er hat mittlerweile die Tankiness, auch mit dem Goldrinker, sich vorne reinzustellen und wirklich was auszuhalten, bevor er dann letzten Endes down geht. Ja, wir bleiben gespannt. Der nächste Nash ist in einer Minute und 11 Sekunden ab. Der nächste Drake in 3 Minuten 24. Das wäre entweder dann die Soul für die Forellenfighters oder der Soul Point für Capybaras. Auch das vielleicht nochmal eine Sache. Es ist jetzt halt nicht der Drake, den man unbedingt traden will gegen den Nash. Deswegen denke ich, dass wir spätestens in einer Minute beide Teams am Nash sehen werden. Ja, am Nash sehen oder Capybaras gibt den Drake dann einfach so ab. Ich denke, das könnte auch eine Option sein. Vor allem, weil denn noch 3 Minuten sind es noch hin bis zum Drake. Der wird aber, wie du gesagt hast, vielleicht gar nicht so interessant wie der Nash. Der Nash könnte deutlich interessanter werden. Gerade weil die Forellenfighter doch jetzt 5000 Gold ahead sind und doch stärker sind in den Teamfights, wie wir gesehen haben. Wenn man die so nach vorne spielt mit der LeBlanc, mit der Nocturne Ult, hat man da zwei gute Mittel, um in die Backline zu kommen. Ja, aber trotz des Nashes stehen erst 5 Tower auf der Seite von den Forellenfighters, die es nicht geschafft haben, wirklich nachhaltig die Base von den Capybaras aufzuknacken. Und auf der anderen Seite auch da erst 3 Türme. Mitte hat man 2 Türme bekommen, das ist vielleicht wichtig, um später für den Finish-Versuch zu gehen. Auf Boardside einen T, 1 Türme und auf Toplane, da stehen tatsächlich noch alle Türme. Also wir sind objective-wise von den Türmen noch relativ, noch nicht weit gekommen. Beide Base stehen komplett und es wird auch schwierig, vielleicht mit einem Nash das Ganze zu finishen. Ja, außer man kriegt natürlich einen guten Fight mit 3, 4, vielleicht dem Ace. Jetzt ist Nash live und jetzt wird es wahrscheinlich sehr, sehr interessant. LeBlanc schaut schon wieder. Kann sie hier jemanden flanken? Kann sie jemanden one-shotten? Die Capybaras laufen hier sehr gegroupt, aber die Nico wieder alleine muss hier ein bisschen aufpassen. Ja, Nico alleine muss aufpassen, dass sie da oben nicht von der LeBlanc abgeholt wird. Aber wichtig ist es, zusammen rumzulaufen. Du hast angesprochen, gegroupt, nicht one-shotten lassen. Orn ist hier rein-tipeat und sie wollen auf jeden Fall diesen Nash forcen. Sie wollen, dass Renekton hier hoch-tipeat, weil sonst pusht er einfach Botside durch. Ja, der pusht sonst, der hat TP. Man muss jetzt hier was machen. Wir haben den Orn-TP gesehen, der ist schon dazu TP'd. Jetzt muss man zu 5 diesen Nash angehen, sonst kriegt man hier Botlane eingepusht. Und jetzt könnte der TP aber langsam kommen, er kommt auch durch. Jetzt muss man das fighten. Ja, das könnte eine Katastrophe werden für Capybaras. Die haben sich selber in die Situation gebracht, dass sie jetzt unbedingt diesen Nash anfangen müssen. Und der Fight, der sieht nicht gut aus. Denn einer ist schon down, denn zwei sind down. Man kriegt aber die Caitlyn auf der anderen Seite. Vielleicht reicht das nochmal mit LeBlanc. Die kommt von der Seite, die will diese Nico haben. Die will irgendwen one-shotten. Schafft sie es nochmal, irgendwen down zu bekommen. Man überlebt das relativ lange. Jetzt Triple Kill für die LeBlanc. 3 Leute für den Midlaner der Forellenfighters. Vielleicht werden es gleich 4 werden auf die Wahl. Auch die wird gleich down gehen, früher oder später. Jetzt der nächste Kill, der unofficial Quadra Kill für die LeBlanc. Und es war kein guter Fight, aber die Capybaras haben sich in diese Situation selber reingezwungen. Ja, sie haben sich mit dem Orn-TP, sie haben damit eigentlich ihr eigenes Grab geschaufelt. Wir haben es gesehen, man musste diesen Nash unbedingt anfangen und die LeBlanc macht super, super viel Damage, macht hier einen guten Job mit dem Nocturne zusammen. Und ja, dann sehen wir es einfach, Double Kill für die LeBlanc. Die kann hier super schön spielen, das Ganze hat immer schöne Angles, kommt immer schön von der Seite, kriegt den einen oder anderen One-Shot durch, Triple Kill dann letzten Endes. Ja, und damit eigentlich sehr, sehr schön gespielt und die Capybara ist natürlich sehr, sehr hart geforst. Ja, und das Problem an dem Fight, warum der auch so lange gedauert ist, dass dein
Carry, der die Tanks killen soll, tot ist. Caitlyn ist der einzige Champ, der wirklich aktiv diese Tanks relativ schnell down bekommt. Natürlich kann auch ein Renekton, ein Nocturne und ein LeBlanc Schaden auf diese Tanks machen, keine Frage. Aber niemand so effektiv und so schnell wie eine Caitlyn, die sich sofort im zweiten Item für den Tankschredder-Item entschieden hat. Und die brauchst du eben. Und die ist relativ früh down gegangen, jetzt aber erstmal Lux muss aufpassen. Und LeBlanc, die macht es schön. Sie steht immer wieder in den Büschen und sie will diese Fights forcen, sie will diese Flanks haben. Drake ist ab, der sollte uncontested bleiben. Ja, den sollte man einfach abgeben, du hast es angesprochen. Die Cloud soll vielleicht nicht das Objective, wofür man jetzt hier letzten Endes fighten sollte, aber wir sehen es immer wieder. Jetzt, aber die Jhin-Ult kommt nochmal durch. Vielleicht da die LeBlanc von der Seite. Fight forcen wieder 5 gegen 5. Das könnte unser letzter Fight werden, je nachdem, ob die Teams sich entscheiden, das wirklich jetzt hier zu committen. Ornn als Frontline. Jhin-Ult ist jetzt raus, weil springt aggressiv rein, aber beide Teams wollen das hier nicht fighten. Die wollen hier diesen Fight nicht unbedingt nehmen. Forellenfighters, die sind glücklich über die Soul und Capybaras wissen, wenn sie da den Fight verlieren, dann könnte das Spiel vorbei sein. Ja, vielleicht eine Sache auch, warum man auf der Seite von den Forellenfighters diesen Fight nicht eingehen will. Die LeBlanc war recht in der Backline, war nicht so auf einer schönen Flankposition wie die Fights davor und dadurch vielleicht die Angst, dass man da jetzt den Fight gewinnt, obwohl man das eigentlich jetzt recht sicher runterspielen könnte, langsam mit dem Goldlead. Wenn man sich jetzt vor allem wieder schön am Nash positioniert, die LeBlanc sucht sich hier wieder eine gute Posi, wird hier ein bisschen gespottet von der Lux, aber jetzt könnte es sehr, sehr interessant werden. Ja, und eher da den Fight einzunehmen hier Richtung Nash. Nico muss aufpassen, dass hier nicht gecatcht wird. Leona relativ weit vorne fällt schon Havelland, könnte down gehen. Das könnte gut sein für die Capybaras, wenn sie den Member bekommen. Leona überlebt das Ganze. Lux wird gewonshottet auf der Supporter. Auf der anderen Seite fällt Ornn, flasht noch mal rein gegen die Caitlyn. Will sie unbedingt bekommen. Vielleicht bekommt er sie auf der anderen Seite. Wir springen nach oben. Der Fight geht da weiter. Caitlyn ist jetzt tatsächlich down. Es sieht gar nicht so schlecht aus, weil die LeBlanc oben vom Jhin gekillt wird. Unten wird der Ornn jetzt früher oder später fallen. Und es ist ein, wir müssen nachzählen, 2 auf 2 Fight. 2 auf 2 Fight dafür, dass die LeBlanc. Oh, Nocturne kommt rein. Jhin, der ist alleine gelassen. Der Double Kill, vielleicht kann das jetzt aufräumen gegen Nico. Was ist die richtige Nico? Das ist die falsche, die er erst gekillt hat. Und die Nico überlebt das Ganze ganz knapp. Renekton ist da, will das Ganze nochmal fighten. Vai überlebt das Ganze relativ lang. Leona kommt jetzt rein, muss sich auch entscheiden, was ist die richtige. Wie kann ich sie angehen? Dodge hier nochmal, wird sie aber mit der W dann bekommen. Vielleicht kann sie Renekton nochmal helfen. Der hat GA, glaube ich, zur Verfügung. Ist das GA oder ist das die Cloud? So, wir werden es spätestens gleich rausfinden, wenn er down geht. Leona noch mit einem schönen Stun, kommt hier aber dann selber wahrscheinlich nicht mehr raus. Versucht hier nochmal Vi auszutänzeln, ist relativ schnell unterwegs und versucht rauszulaufen. Damit bleibt es auf einem 3 auf 3 Trade. Ja, der Fight hat so lange gedauert, dass die Lux schon wieder aus der Base gelaufen kam. Also die Vi hat hier doch einiges weggetankt. Wir sehen es jetzt hier. Die Leona läuft super weit nach vorne, aber die LeBlanc hat eigentlich einen guten Engel, kriegt wieder schön die Nico auf Half-Life zusammen mit der Lux, die sie auch letzten Endes noch kriegt. Und dann wieder ein Fight an zwei Fronten. Der Renekton geht hier, versucht dem Midlaner zu helfen. Oben und unten ziehen wir den Ornn, der da gut Trouble macht gegen drei Leute, die Caitlyn letzten Endes noch kriegt. Und auch hier braucht man super lang, um diesen Ornn zu killen. Du hast es angesprochen, Caitlyn dead. Da braucht man doch einiges an Zeit. Oben der Fight auch sehr, sehr wild gewesen. Und hier der Nocturne nochmal mit dem schönen Kill auf den Jhin, der ziemlich allein gelassen wurde. Und hier die Nico, die letzten Endes auch abgeholt wird, weil die Leona jetzt langsam dazukommt. Also ein sehr, sehr langer Fight. Die Vi hat hier sehr, sehr viel ausgehalten an allen möglichen Fronten und trotzdem kein Nash gefallen bis jetzt. Ja, das Replay geht gefühlt länger als manche Spiele, die wir hier schon gesehen haben. Also unendlich lang, auch da doppelte Geschwindigkeit nochmal von den Spectatoren. Wir bleiben bei derselben Ausgangsposition. Nash ist ab 38 Minuten gespielt. Was ein Banger in dieser Gruppe. Das könnte der erste Sieg für beide Teams werden. Beide bis jetzt noch nicht siegreich gewesen bei den Franken Finals. Es wäre ein so wichtiges Spiel und das merkt man auch bei den beiden Teams. Es ist so konzentriert. Keiner will Fehler machen. Keiner will vor allem diesen entscheidenden Fehler jetzt am Ende machen, der dann vielleicht sogar zum Loss führen kann. An dem Game State ist man einfach 50, 60 Sekunden tot und du hast es angesprochen, das könnte ein Fight sein, der das Ganze entscheidet. Man engagiert auf die Leona. Man geht auf Leona, LeBlanc, die muss von hinten kommen, die muss den Fight wieder carryen. LeBlanc jetzt von hinten die Chance, das Ganze zu carryen. Sie kriegt den ADC, das könnte es gewesen sein. LeBlanc mit dem nächsten Root auf die Lux, auch die wird gleich down gehen und damit der Double Kill. Niki, das könnte es gewesen sein. 3 Kills für die Forellenfighter, die können dagegen nichts mehr tun. Capybaras sollte fallen nach 40 Minuten. Ja, man spielt das hier wieder sehr, sehr schön, wie die Fights davor. Einfach warten, die Leona tankt super viel weg.
und den Engage von Capybaras und die LeBlanc kommt wieder von hinten, flasht rein, kriegt wieder die Backline sehr, sehr schön low und so spielt man eigentlich bis jetzt jeden Fight der Forellenfighter. Wir haben es vorhin angesprochen am Drake, dieser eine Fight, wo man nicht die Situation hatte, den hat man auch nicht genommen. Man hat wirklich nur diese Fights genommen und damit sollte das Game vorbei sein an der Stelle. Forellenfighter spielen das hier nach vorne und nach einem Banger von 40 Minuten sichern sie sich hier den ersten Sieg. Ja, 40 Minuten, Niki, ich bin völlig am Ende, wirklich. Also das hat Nerven gekostet, sicherlich auch für die Teams. Was ein geiles Spiel, um diesen Samstag-Franken-Finals zu eröffnen.